Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche Land, heute bin ich wieder für euch in The War Within unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg, in den wir finden können Unterweltereignisse und dann Jubiläumsfeier. Und hier haben wir das Achievement Modekritiker und Riesenfan. Und was müssen wir dafür machen? Gebt beim Moderausch 20 Stimmen ab und beim ersten müssen wir halt eine Stimme abgeben. Wie funktioniert das? Wir haben aktuell ja den Geburtstag von WoW, den 20. Das geht vom 23. Oktober bis zum 8. Januar. Und während dem Zeitraum könnt ihr hier in Tarnaris bei den Höhlen der Zeit verschiedene Events machen. Jede Viertelstunde startet ein anderes Event. Und so wie es aussieht, immer um Viertel nach startet das Mode-Event. Bei dem Event ist es so, dass ihr, wenn ihr um Viertel nach hier dran steht, quasi am Anfang eine Phase habt, wo ihr ein Kostüm auswählen könnt. Und da ist es aber auch so, dass ihr ein Motto vorgegeben habt. Hier ist das Motto kataklysmisches Kostüm. Und dann müsst ihr halt, oder ihr könnt zumindest hier bei dem Transmogrifizierer einmal eine Ausrüstung transmogrifizieren. Das ist aktuell sogar kostenlos. Oder ihr packt euch halt euer T-Mog-Mount aus. Und wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr aber auch, wie gesagt, nicht. Das Gewinnen bringt nämlich nichts. Dann beginnt nach 2 Minuten, ist es, glaube ich, eine zweite Phase. Und in dieser zweiten Phase könnt ihr dann ein Icon hier an dem Tisch aufsammeln und dem Spieler quasi zuschustern, indem ihr den anklickt mit dem Extra-Button und für den stimmen. Ihr kriegt pro Event, könnt ihr für 5 Leute stimmen. Ihr könnt übrigens nicht für euch selbst stimmen. Und ja, wenn ihr für einen stimmt, dann gibt es quasi den Modekritiker. Und wenn ihr dann für insgesamt 20 Leute gestimmt habt, gibt es den Riesenfan. Es ist übrigens so, dass ihr quasi 4 Events braucht, wenn ihr immer eure 5 Stimmen benutzt. Also 5-mal müsst ihr das Event machen. Also jetzt beginnt gerade die zweite Phase, seht ihr. Jetzt kann ich hier so ein Teil aufnehmen. Hab einen extra Button hier unten, kann einen ins Target nehmen und eine Stimme dem Typen geben. Dann die nächste Stimme kann ich dem hier geben und so weiter. Das zählt dann halt einfach fürs Achievement hoch. Und wenn ihr dann 5 Events gemacht habt und 4 Events und alle 5 Stimmen vergeben habt, habt ihr die 20 zusammen. Genau. Das könnt ihr auch mit unterschiedlichen Charts machen. Das Ganze ist ein Account-Achievement. Gut, dann sind wir eigentlich soweit durch. Wie gesagt, das Gewinnen scheint egal zu sein. Es gibt keine extra Belohnung, kein Erfolg, keine Heldentat, gar nichts. Also das braucht ihr anscheinend nicht machen. Aber zumindest hier für Leute stimmen. Juti, dann sind wir durch mit dem kleinen Achievement Guide. Ich fliege nochmal ein bisschen hoch, dass ihr seht, wo das Ding ist. Also hier haben wir diese Plattform und das ist 1 von 3 Events, immer um Viertel nach. Ihr seht auch oben, welches Event als nächstes kommt, beziehungsweise wer es aktiv ist. Hier oben dran stehen, beziehungsweise ihr seht das auch, wenn ihr auf die Map geht und auf das Icon geht. Ne? Das seht ihr auch, Moderausch ist gerade das aktive Event. Gut, dann sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.